Tales from Monkey Island, Kapitel 2. Schön. Obwohl Spiel fortsetzen funktioniert. Nein. Neues Spiel. Ja, klar. Es wurde einmal gesagt, was die Schickung schicket, ertrage. Es nützet nichts, dem Wind und den Gezeiten zu trotzen. Dennoch hatte es Guybrush Threepwood irgendwie geschafft, die Gezeiten des Schicksals zu wenden, indem er die Voodoo-Flüche von seinem Erzfeind LeChuck entfernte. Nun selbst infiziert, entkam Guybrush den wissenschaftlichen Experimenten des Marquis de Sage und konnte erfolgreich die üblen Winde der Veränderung ihrer Bestimmung entziehen. Eine Tat, die auch sein Schicksal, sowie das Schicksal der gesamten Karibik, nachhaltig verändern könnte. Vorausgesetzt, er lebt lang genug. Guybrush Threepwood. Darauf musste ich lange warten. Jetzt mal ganz langsam, das muss ein Irrtum sein. Ich kenne dich überhaupt nicht. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Morgan Le Fay, ein mächtiger Piratenjäger. Mein Name wird auf allen sieben Meeren gefürchtet. Ich habe einige der am abgebrühtesten, grogschlürfenden Drecksäcke von hier bis Sansibar auf meiner Referenzliste. Es ist mir eine große Ehre, endlich auch gegen den legendären Guybrush Threepwood anzutreten. Le Fay? Aber du bist ja eine Frau. Ich dachte immer... Warte mal, hast du schon von mir gehört? Ob ich schon von dir gehört habe? Guybrush Threepwood, der Pirat, der im Alleingang den Geisterpiraten LeChuck vernichtet hat? Der den geheimnisvollen Chuck von Big Whoop entdeckt hat? Der aus dem als unentrinnbar geltenden Zirkus der Verdammten entkommen konnte? Ich hab dich schon mein ganzes Leben verfolgt! Wow! Fühl dich nicht so geschmeichelt. Ich bin rein geschäftlich hier. Der Marquis de Sinch will diese eine Hand von dir. Also werde ich dich zu ihm bringen. Versuch es erst gar nicht, deine Techniken im Beleidigungsfechten bei mir anzubringen. Das ist heutzutage etwas für kleine Jungs, die Räuber und Gendarm spielen. Wie passend! Du kämpfst wie eine Kuh. Meine Hand! Oh, das wird dein Spaß. Meine Hand! Gib dein Schwert auf und sieh mir ins Gesicht wie ein Mann. So wie du ein Mann bist oder so wie ich es bin? En garde! So. Musste doch gerade noch bei diesem spannenden Intro die Chips leer essen. Seil. Ich wette, diese Leine könnte mein Gewicht tragen. Aber leider ist sie ein kleines Stück außer Reichweite. Die Olle hat mir die Hand abgesäbelt, ey. Nee. Das ist der Hauptmast meines Schiffs, der Screaming Narwhal. Ja, ich weiß, was ein Hauptmast ist. Ich komme von hier aus nicht dran. Das ist ja ein Durcheinander hier. Das werde ich später aufräumen. Nun gut. Reden wir erstmal ein bisschen. Wie bist du eigentlich auf mein Schiff gekommen? Ich zog mich einfach am Enterhaken an Bord, während du damit beschäftigt warst, den Sonnenuntergang anzustarren. Besonders aufmerksam bist du nicht gerade. Noch was. Mein Enterhaken hat sich verfangen. Du schuldest mir somit einen neuen. Warum? Das Fass da scheint durch diese Seilstücke gesichert zu werden. Ja, das ist gemein. Das ist der Hauptmast. Ja.
Das hast du schon mal. Die Kanone ist nicht auf sie gerichtet. Außerdem ist es wahrscheinlich keine gute Idee, mit ihr auf Sachen auf meinem Schiff zu zielen. Junge, das ist aber nicht besonders gut befestigt. Hey, wo ist denn Winslow? Wehe, wenn du ihm etwas getan hast, du salzige Seehexe. Ihm geht es bestens. Er liegt gut verschnürt im Mannschaftsquartier. Konzentriere dich lieber auf den Kampf. Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Captain. Irgendwann werde ich mich sicher aus diesen Seilen winden können. Hey, Kusch, verschwinde! Fisch da. Bist du etwa damit an Bord meines Schiffes geklettert? Und wo, bitteschön, ist das Seil? Nun, offensichtlich habe ich das Seil behalten. Du wirst kaum glauben, wie oft ein Stück Seil gelegen kommt. Zum Beispiel für das Fesseln deines ersten Bootsmannes. Na gut, dann behalte ich den Haken. Nur zu! Ich hole ihn mir einfach, nachdem ich dich getötet habe. Nein. Dafür habe ich gerade zu viel zu... Der Haken ist toll, um etwas zu greifen, aber nicht so toll in einem Schwertkampf. Hochgreifen kann ich nicht. Ne? Lieber nicht. Wenn ich mit meinem Haken stecken bleibe, macht Mord. Wirst du denn noch nicht müde? Keine Spur. Ich habe deine Bewegungen genau studiert. Ich kann jeden deiner Schläge kontern. Teufel nochmal. Ich kann sogar 5 Minuten lang die Luft anhalten. Wie du. Ha! Ich kann meinen Atem 10 Minuten lang anhalten. Ist das dein Ernst? Ich dachte immer, diese Geschichten wären maßlos übertrieben. Ich bin beeindruckt. Ja. Aha! Los, fang mich doch! Ich wette, das hast du nicht erwartet. Oh je! Sollte das etwa jemanden verletzen? Vielleicht. Hat es das? Nein. Verdammt. Warum lässt du dir von diesem Desinch eigentlich was sagen? Er ist ganz offensichtlich ein völlig durchgeknallter Arzt. Nicht mehr alle Kerzen in seinem Leuchtturm. Ich bin Söldner. Das ist mein Leben. Einmal gebucht, erledige ich den Job um jeden Preis. Selbst wenn es bedeutet, einen so renommierten Piraten wie dich zur Strecke zu bringen. Renommiert? Mir war nicht bewusst, dass ich früher nommiert war. Können wir uns nicht darauf einigen, uns nicht einig zu sein? Das wird niemals geschehen. Ich komme von hier... Weiche von mir, Weib! Niemals! Oh Mann, wenn das Pass kaputt geht, wird Winslow wütend. Ich komme... Ja, kommt natürlich nicht dran. Ich komme immer noch... nicht dran! Hä? Die Ebene ist aber auch schon gekommen. Hui! Junge, du bist schnell!
Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Das tut sie es ja doch. Hinter dir! Ein dreiköpfiger Meeresaffe! Nein, danke. Ich hab schon gegessen. Oh, das geht jetzt aber echt zu weit. Raus hier! Los! Kusch! Entschuldige mal, Morgan. Ich sag das ja nur ungern einem Fan, aber du hast gerade meine Hand abgetrennt. Was? Oh je. Du bist wirklich gut, Guybrush Threepwood. Ich lasse dich nur ungern mitten im Geschehen zurück, aber diese Hand ruft nach einem Arzt. Und die schwimmt jetzt. Da bin ich schon, Kapitän Threepwood. Wo steckt das Mädel? Ich werde sie in die Mangel nehmen und zu Fischfutter verarbeiten. Ja, sie ist schon weg. Und sie nahm meine Hand mit. Schnell, verfolgen wir sie. Lassen Sie sie gehen, Mr. Winslow. Ich muss Elaine finden. Als ich sie das letzte Mal sah, fiel sie diesem LeChuck in die teuflischen Pranken. Ich empfand das eher als fröhlicher und harmonischer Augen. Teuflische Pranken. Wir werden mit einem Hauptmast in diesem Zustand nicht sehr weit kommen. Diese feige Halsabschneiderin muss das Gegengewicht gelöst haben, das ich zur Stabilisierung des Hauptmastes angebracht hatte. Das ist jetzt leider gebrochen. Wirklich? Das ist er in der Tat. Vielleicht ist es nur ein Haarriss, aber ich kann es sehen. Bis wir sie reparieren können, müssen wir es leicht angehen. Wie Sie meinen, Mr. Winslow, dann nehmen wir eben Kurs auf die Jerkbait-Inseln. Richtig. Dort können wir unseren Hauptmast reparieren lassen. Sicher. Außerdem ist das die Richtung, in die Elaine entschwand. Ich steuere und Sie navigieren. Ich habe die Karte außerhalb Ihres Quartiers aufgehängt, um es Ihnen leichter zu machen. Segel vorbereiten, Mr. Winslow! Isle of You. Wir sollten über solche Sachen sprechen, nachdem wir unser Ziel erreicht haben. Was? Oh, Isle of You hört sich an wie I love you. Ziemlich guter Witz. Ja, Sir. Ein Witz. Haben wir doch tatsächlich. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es winzige Inseln wie diese hier überhaupt gibt. Zum Glück stecke ich hier nicht fest. Ich habe schließlich meine Liste der 5 wichtigsten Dinge, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, noch nicht vollendet. Müll. Es ist eine Palme. Auch wenn diese Inseln so klein sind, würde ich hier nicht wahllos nach einem Schatz graben wollen. Da müsste ich womöglich jahrelang von einer Insel zur nächsten ziehen. Hey, sieh mal da! Eine Palme! Grausig. Murray? Das fasse ich nicht an. Es sieht schleimig aus. Es ist nur ein Felsen. Ja, gut, dann können wir anscheinend noch nichts machen. Oder weiß nicht, wenn jemand hier was machen kann. Dann müssen wir die anderen jetzt natürlich auch fangen. Willkommen zurück, Sir! Danke, Mr. W. Wohin, Kapitän? Kurs auf Boulder Beach. Yes, Sir, Kapitän! Mir gefällt dieser Ort. Er ist entspannend. Großer Felsen. Das ist ein ziemlich großer Felsen für so eine kleine Insel. Vielleicht ist er die Spitze einer gigantischen Unterwasserpyramide einer fortgeschrittenen alten Zivilisation. Vielleicht ist es auch nur ein Felsen. Hallo, Felsen. Ich glaube, diese sinnlosen Kommentare.